Freunde, was geht, Alter? Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir treffen uns hier und heute mal wieder zu einer neuen Eventwoche in GTA Online. Ich würde sagen, es ging ganz schnell ein paar Grüße raus. Und zwar einmal an Engo, den Ehrensupporter, mit seiner Spender. Die nächste Schraube an der PS5 ist bestellt. Dann geht ein Gruß von der Wuschel raus an alle Tofu-Witze, die man nicht macht, weil sie geschmacklos sind. Oh, Junge, super. Und dann am Ende, ganz wichtig, eine kleine Message an euch alle da draußen. Cello AB aus Duisburg sagt, nichts ist für immer. Nichts ist für immer. Ah, Manu, mein Bester, vielen lieben Dank für die Nachricht. Sehr gute Message, wichtig und richtig, das erwähnt zu haben. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Eventwoche. Los geht's mit dem Video. Let's go. Wir beginnen natürlich wie immer dort, wo man am meisten Cash-Bonus bekommt diese Woche. Und zwar gibt es dreifach GTA-Dollar und RP auf die Autolift-Jobs bei der Autowerkstatt. Also da, wo ihr ein Auto nach den Vorstellungen des Kunden tunen und dann ausliefert oder auch ausliefern lassen könnt von euren Angestellten. Darauf einfach dreifach Money. Gab's so, glaube ich, noch nicht. Oder ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Eigentlich ganz cool, würde ich sagen. Doppelt GTA-Dollar gibt es dann außerdem noch diese Woche auf die Stuntrennen. Sehr cool. Die Trevor-Kontaktmission. Ganz chillig. Tuner-Aufträge an der Jobtafel in eurer Autowerkstatt, also die sogenannten Mini-Heists. Sehr, sehr nice, weil die eh schon ganz gut bezahlen eigentlich. Und dann auch noch auf die exotische Exportliste. Also ordentlich was vom Tuner-Update diese Woche dabei, was die Autowerkstatt etc. betrifft. Ist gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Eigentlich sehr cool. Außerdem zu erwähnen gibt es, dass es dreifach Rep-Punkte gibt und zwar auf sämtliche Tuner-Aktivitäten. Also es müssten alle Verfolgungs- und Straßenrennen sein, auch alle Reparaturen oder Tuning-Sachen, die ihr im LS Car Meet macht, alle Zeitstunden auf der Teststrecke und alles, was euch sonst auch Rep-Punkte gibt, gibt euch diese Woche dreifach Rep-Punkte anscheinend. Wenn das so stimmt, sehr, sehr cool. Und falls ihr euch fragt, was sind denn Rep-Punkte? Holy shit, dann gar kein Problem. Ich habe dazu bereits letztes Jahr ein ausführliches Video gemacht, wo es nur um die Rep-Punkte geht und wie man die am besten verdient. Schaut euch dieses Video gerne bei Bedarf an. Kommen wir jetzt kurz zu den dieswöchigen Zeitrennen und zwar zunächst zum normalen Zeitrennen. Das ist diese Woche das Chilliard Bergab Zeitrennen. Und das Odyssey Medido Zeitrennen ist diese Woche das Elektrizitätswerk Zeitrennen. Kommen wir zu den Immobilienrabatten und zwar haben wir diese Woche passend auch schon zu den Geldboni 30% Rabatt auf alle Autowerkstätten und auch auf die Verbesserungen davon. Also für diejenigen, die immer noch keine haben und gerne mal eine hätten, ist das sehr nice. Ich habe auch bereits zu den Autowerkstätten und allgemein, wie man mit diesem Business Kohle macht, einen speziellen Money Guide hochgeladen. Auch den gerne bei Bedarf auschecken, Freunde. Gönnt euch den Shit. Aber erstmal dieses Video hier zu Ende gucken. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Die volle Watchtime muss rein. Denn sonst bin ich geliefert, Alter. Das ist jetzt kurz ein bisschen schnell sehr ernst geworden. Keine Sorge, Freunde. Wir machen weiter mit den Fahrzeugrabatten. Und da haben wir diese Woche auch richtig schöne Rabatte. Und zwar auf einige, so gut wie alle der Tuner-Fahrzeuge. Los geht's mit folgenden Fahrzeugen, die 40% rabattiert sind. Das ist einmal der Karin Calico GTF. Dann der Pfister Comet S2. Wunderschöner Wagen. Dann gibt es auch noch 40% auf den Anis Euros und dann auch noch auf den Dinka Jester RR. Und dann geht's weiter mit 30% auf folgende Fahrzeuge, nämlich einmal auf den Ubermach Cypher, dann auf den Karin Futu GTX, dann auf den Pfister Grawler, den Emperor Vector und zu guter Letzt auch noch auf den Anis ZR350. Super Fahrzeuge, super Rabatte, Freunde, da ist wirklich was Gutes dabei. Gönnt euch diese Woche auf jeden Fall, denn da spart man einiges an Kohle. Ein weiterer Rabatt, den ich kurz erwähnen muss, ist diese Woche der Mitgliedschaftsbeitrag bei dem LS Car Meet. Der ist anscheinend auch um 50% rabattiert. Kommen wir schnell zum Podiumsfahrzeug diese Woche und da steht der Dinka RT3000, der kostet euch normalerweise bis zu 1.715.000, also ordentlich Kohle. Deswegen, wie jede Woche, Freunde, versucht da euer Glück. Und zu guter Letzt geht es natürlich noch zum LS Car Meet Preisfahrzeug. Dort steht diese Woche der Vapid FMJ. Der würde euch normalerweise $1.750.000 kosten. Um den zu bekommen, müsst ihr 5 Tage in Folge in die Top 3 bei Verfolgungsrennen kommen. Und ja, Freunde, damit sind wir auch schon wieder durch mit der neuen Eventwoche. Wunderschön, oder? Ich muss echt sagen, die Woche finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Grundsätzlich natürlich alles irgendwie auf Tuner-DLC angelehnt. Aber zum Beispiel auch die Stuntrennen und die Trevor-Kontaktmissionen sind ja auch mit Bonus versehen. Aber wer dieses Tuner-DLC nicht wirklich feiert, für den ist die Woche natürlich nichts. Grundsätzlich kann man sich da trotzdem, denke ich, nicht beschweren. Gute Geldboni, geile Rabatte, eine Immobilie im Angebot. Also das läuft auf jeden Fall, da will ich mich gar nicht beschweren. Und deswegen würde ich sagen, passt das auch so, ist von mir abgesegnet Rockstar. Ist in Ordnung, lasse ich so durchgehen. Ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass ich nichts Relevantes, was die Eventwoche betrifft, vergessen habe. Wenn doch, gerne Bescheid geben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mir das natürlich sehr, sehr weiterhelfen, wenn ihr einfach kurz mit einer halben Sekunde einen Klick setzt auf den Daumen nach oben und das auch bitte bei jedem Video ab sofort. Danke für euren Support, Freunde. Kuss, ich will hier auch gar niemanden dazu drängen. Nein, natürlich nicht. Schaut natürlich auch gerne, wenn ihr Bock habt, bei meinem Zweitkanal vorbei. Da gibt es Stream-Highlights etc. pp. Stretchbird ist der Name dieses Kanals. Könnt ihr auch hier auf die Infocard klicken. Und ansonsten würde ich sagen, gerne auch die anderen Links in der Beschreibung auschecken. Die führen zu Twitch, gerne da ein Follow da lassen. Zu Instagram, gerne da ein Follow da lassen. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die GTA Online Stretcher Crew kommen und in unseren gemeinsamen Community-Discord. Freunde, alle Links zu den eben genannten Sachen sind in der Videobeschreibung. Checkt ihr gerne aus und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß diese Woche. Ich halte jetzt mein Maul. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.